Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video Freunde des gepflegten Angelsports zu R4. Und ja, wenn so nichts geht nach dem Patch, war ja zugegeben kleiner Patch, dann hänge ich mich schon mal ans Nordmeer, ans alte 34er Plateau und ja, versuche in der Stunde 500 Silber zu bekommen. Das ist das Mindeste. Drunter wäre ich sehr enttäuscht. Und ich habe mir einfach mal gedacht, das machen wir jetzt mal. Das Ticket geht auf jeden Fall nicht mehr lange. Und ich angel schon mal gerne mit den weißen Maggots. Einfach blind. Ich habe auch gar nichts geguckt, was jetzt hier geht. Rekorde, etc. Ich habe einfach mal blind reingehangen. Ja, und drangehangen. Und ja, habt ihr das gerade gesehen? Diese Animation beim Auswerfen. Achtet mal drauf, was er mit dem Finger macht. Jetzt hat er nicht gemacht. Hä? Der macht immer diese Faxe. Das scheint wohl neu zu sein. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir am 34er unterwegs mit weißen Maggots. Ja? Also, ich habe jetzt die Tiger drauf, weil die Rote hier geht, die Jig geht bis 88 Kilo. Und dann kann ich einen 77er Vorfach drauf machen, also nicht ganz 60er Setup, wenn mal ein größerer Kabeljau reingeht. Dann habe ich hier einen neuen Fisch-Jig-Haken genommen, einen 4-0er mit weißem Maggot. Dann wird es kleiner, 3-0er weißer Maggot mit schwarzer und weißer Perle. 2-0er noch kleiner mit komplett schwarzen Perlen. Und dann auch nochmal ein 4-0er mit komplett weiß. Ja. So. Jetzt gucken wir mal hier. Wie gesagt, Stündchen ist fast rum. Hat gar nicht so gut angefangen. Waren halt viel diese Seeskorpione. Da habe ich schon gedacht, okay, weißer Maggot, Seeskorpion-Killer, alles klar. Hat sich dann Gott sei Dank noch was umgeändert. Gucken jetzt gleich mal rein im Kescher. Auf jeden Fall scheinen sich dafür auch Aalmuttern zu interessieren und auch Steinbutz. Einen guten konnte ich auf jeden Fall bekommen. Jetzt gucken wir mal. Die sind relativ wenig. Bringt uns aber unseren 500er Schnitt näher. Also ihr seht, das hat angefangen mit Seeskorpion. Da kam die erste Aalmutter, noch eine Aalmutter. Steinbutt 12 Kilo. Klischen, auch zwei dabei. Dornhai, ein guter Makrelenhecht. Ja, guck mal nachher mal in Endabrechnung. Ich angel das Ticket mal eben zu Ende. Dürfte nicht mehr lange sein. Und dann gucken wir mal am Fischmarkt, was rumgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, ob wir die 500 geknackt haben. Wie gesagt, das ist für mich so quasi the way to go. Also 500 müssen drin sein am 34er. Alles andere lohnt sich für mich nicht. In diesem Sinne, bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind am Fischmarkt angekommen. Ah, ist ja lustig. Seht ihr das? Guck mal, ich kann hier durch die Tür gucken. Jetzt nicht mehr. Seht ihr das? Man kann einfach durchgucken, hinten zum Angelladen. Auch sehr geil. Obwohl das ja eigentlich ein Gebäude sein soll. Ja, auch nicht schlecht, ne? Also man kann da so durchgucken. Naja, egal. Jetzt gucken wir mal, ob es die magischen 500 geworden sind. Ja, 540 sogar, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich mich schon noch blamiert hier. Wir gucken mal nach Preis. Ja, der Steinbutt hier 117. Und dann sieht man mal, dieser Makrelenhecht schon 35. Kabeljau, da kommen die Aalmuttern. Ja, ist in Ordnung. Für ein Stündchen oder unter ein Stündchen, man muss ja noch hin und her fahren oder zumindest hinfahren. Ja, war wie gesagt mal einfach blind auch getestet. Dafür ist das völlig in Ordnung. Für einfach mal ohne was zu gucken, weiße Maggots dran gemacht. Und die Plattfische mögen die Maggots. Kann man auch gerne. Also ich mache das schon mal gerne, dass ich einfach irgendeine Maggot-Farbe nehme. Und dann einfach verschiedene Hakengrößen und verschiedene Perlen nutze. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Gerne bis zum nächsten Mal. Petri Lang und tschüss.